Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Wir besuchen noch das Büro vom guten Lieutenant Anderson. Leider hier. Donuts. Na gut, Detroits Beste. Dann hat er hier seinen Kaffee. Kalter Kaffee, Spuren von Koffein. Der Fächerahorn. Aus Asien kommt er. Dann haben wir hier eine Anti-Androiden-Parole. Nutze dein Gehirn nicht und deinen. Nicht deinen Androiden. Okay, ja gut. Ja. Ich will es gar nicht lesen. Was haben wir hier? Haare. Von einem Hund, einem Bernhardiner. Vielleicht der Hund von unserem Lieutenant. Dann haben wir eine Kappe, eine Baseballkappe. Detroit, Basketball. Ne, eine Basketballkappe. Oh, ich bin noch nicht ganz fertig. Das war eigentlich jetzt tatsächlich ein bisschen zu voreilig gedrückt. Hallo, Lieutenant. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Gott, gestern hattest du eine Kugel im Kopf. Mein Vorgänger wurde bedauerlicherweise zerstört. Aber Cyberlife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Oh, Scheiße. Hack! In mein Büro! Der freut sich. Ich muss das Büro noch untersuchen. Das war eigentlich nur, wie gesagt, sehr voreilig gedrückt. Weil ich brauchte noch zwei Dinge zum Untersuchen. Das war das. Detroit Police zerschlägt Red Eyes Dealer-Ring. Mehr als 50 Festnahmen im ganzen Land. Sieht so sich gesetzt mit der wachsenden Red Eyes Epidemie. Okay, von dieser Werte von 500.000 Euro. Dollar meine ich. Detektiv, junge Arbeit, Normenteile, Detektiv, hat nicht einmal beteiligt, seit deren paar Monate gedauert hat. Okay, das ist so ein altes. Hallo? Ja gut, das wissen wir ja. So, nochmal. Nummer 7 ist es leider nicht. Jetzt holt er nochmal hier noch ein. So, noch ein zweites Artikel. Streichhölzer. Da kommt Jimmy's Bar Holz Phosphor. Nummer 7. Und dann ist hier das noch ein Foto. Von der Red Eyes Sonneneinheit 2027. 11 Jahre her. Und damit haben wir die Analyse auch abgeschlossen. Ein hervorragender Polizist. Das ist okay. So, was haben wir als nächstes? Wir müssen noch mal gucken. Warte mal. Ah, da steht er. Der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlife's Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich. Ich bin beschäftigt. Ja. Yeah. Ich frage mich, ob Lieutenant Anderson wirklich die beste Wahl für diese Untersuchung ist. Hey,
Ich brauche keine Maschine, um meine Männer einzuteilen, okay? Also verpiss dich aus meinem Büro. Badum. Einen schönen Tag, Captain. Bring den Fall voran. Wir sollen nach Hank gucken. Wir können ja hier mit die R1 die Kamera ein bisschen drehen. Warte mal. Was sind wir? Was ist denn der Typ? Da ist irgendwas. Da ist irgendwas, was wir mal angucken könnten. Ich glaube nicht, dass das so ein Reisemagazin ist. Detroit Today. Berühmter Detroit-Maler stirbt. Kann man vielleicht einer von den Dichter. Okay. Das kann man ja noch mitbekommen vor, keine Ahnung, drei Folgen? Zwei Folgen? Ich weiß es nicht gerade. Dass der ja gestorben ist. Das haben wir ja mitbekommen durch Leo. Hier ist Hank. Es ist mir eine Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir werden sicher ein tolles Team. Hm. Wie dem auch sei. Ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Ja. Der ist immer noch nicht so ganz... Ne? Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Analysiere Abweichlerdaten. So, dann setzen wir uns mal hin. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Ja, wir haben ihn zumindest ein bisschen positiv gestimmt. Und er mag Basketball. Detroit Gears-Fan, nicht? Danton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Ups. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Naja. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja, es gibt einen. Du stellst nervige Fragen. Scheiße. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Upsi. Wir sollten mal mit der Arbeit anfangen. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Tarnzugang. Verdächtiger. Das ist der gute Charles Bell. Fallbezug, Angriff. Dann haben wir Sarah Cornell. Falsch hat das ungelöst. Vermisst. Floyd Mills.
Auch falsch hat es ungelöst. Leo Manfred vernichtet. Ja. Okay, das war vor Ort von den Polizeibeamten zerstört worden. Ich scanne mal einfach die Akten gerade durch. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Verständnis wollen. Ich verstehe, dass Sie persönliche Probleme haben, Lieutenant. Aber Sie müssen nach vorne schauen. Und hey, sprich nicht mit mir, als ob du mich kennst. Ich bin nicht dein Freund und brauche deinen Rat nicht, okay? Hm. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Ja. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, tut mir leid, wenn ich störe. Der hat scheinbar ein Problem mit uns. Über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Shit. Ja, das wird Arbeit, den zu überzeugen. Falls er überhaupt auf die Idee kommt. Henk hat eine Spur. Okay. Der gute Henk hat also eine Spur. So. Also den auf jeden Fall zu überzeugen, dass er zu uns hält, das wird wie gesagt ein Stück Arbeit werden. November 6, 2038. Wir sind wieder, glaube ich, mit Kara unterwegs. Ja. Und bei der guten Dame setzen wir dann in der nächsten Folge an bei Let's Play Detroit Become Human.